sein Statement zum Spiel abzugeben und dann eure Fragen. Bitte Chris, ich denke, du bist zufrieden mit dem 1:0-Sieg auf alle Fälle. Ja, definitiv. Mit dem Ergebnis bin ich absolut zufrieden. Es war nach 3 Monaten wieder das erste Meisterschaftsspiel. War für uns extrem wichtig, da gut reinzustarten. Es ist uns mit dem Sieg, mit dem 2:0-Sieg geglückt. Ja, wir haben sicher nicht unser bestes Spiel gezeigt, aber es war kein schlechtes Spiel. Zum Schluss, letzte halbe Stunde, sind wir einfach dann mit der Führung, haben uns zu tief reindrängen lassen. Da haben wir heute sicher auch eine Portion Glück gehabt, die wir in der Vergangenheit, in der Vorrunde nicht gehabt haben. Und dazu natürlich auch einen überragenden Patrick Benz. Dankeschön, Chris. Fragen bitte? Michi kommt mit dem Mikro wie immer. Peter Klöbel, komm an Zeitung. Ich halte. Chris, ich hatte den Eindruck, dass ein paar junge Spieler mit dieser ungewohnten Atmosphäre doch nicht so zurechtgekommen sind. Wenn dem so ist, wie kann man da, was kann man da machen? Ja, wir haben uns natürlich im Vorfeld über diese Situation unterhalten. Wir haben auch in der letzten Woche im Spiel gegen Hartberg schon gemerkt, wie das einfach ist, in so einem energielosen Raum Fußball zu spielen, Meisterschaftsspiele zu spielen. Da muss man einfach diese Spannung, diese Energie, die muss man einfach schaffen, dass man die in sich selbst aufbaut. Und vor allem ist es natürlich auch, sind die Führungsspieler noch stärker gefragt oder wir von der Outline raus, dass man einfach dieses Energielevel, das man selbst in sich aufbaut, dass man das auch im Spiel mit den verschiedensten Spielverläufen dann einfach auch nicht abfallen lässt, sondern dieses Niveau, dieses Energielevel einfach beibehält und sich so auch innerlich in einen Flow reinspielt als Gruppe. Weitere Fragen, bitte. Peter Klöbel wieder. Anschlussfrage dazu. Glaubst du, dass es von Spiel zu Spiel besser werden kann oder besser wird, wenn sie sich mehr an diese Atmosphäre gewöhnen? Ja, das denke ich schon. Also es ist sicher ein Gewöhnungsprozess, aber wie gesagt, wir haben jetzt 10 Spiele in 5 Wochen, also wir haben nicht lange Zeit, sich darauf einzustellen, aber ich glaube schon, dass das auch ein Gewöhnungsprozess ist und ich hoffe, dass der sehr schnell vonstatten geht. Thomas Muck, Michi. Chris, Glückwunsch zum Sieg von meiner Seite. In vielen offensiven Situationen hat man gemerkt, die Passgenauigkeit, die Passqualität hat gefehlt. Ist das ein Punkt, wo du sagst, man hat zwar keine Zeit zum Trainieren, aber da müssen wir jetzt mit Nachdruck arbeiten oder ist es etwas, was jetzt auch mit dem Spielrhythmus wieder besser wird? Zum einen mit dem Spielrhythmus, zum anderen war mir deshalb der Sieg so immens wichtig, weil dieser Sieg auch Selbstvertrauen bringt. Und ja, wir haben eine sehr junge Mannschaft und die braucht natürlich auch gegen so kompakte, engmaschige Abwehrreihen dann auch in diesen Räumen auch, um in dieser Präzision und Qualität zu spielen, ein unglaubliches Vertrauen in sich selbst. Und das bringt natürlich schon dieser Sieg mit sich, dass das Selbstvertrauen dadurch gestärkt wird. Noch eine kurze Anschlussfrage. Was sind deine Lehren aus der Schlussphase? Das war für mich auch unglaublich emotionell. Ich habe einfach versucht, von außen extrem noch zu pushen und die Mannschaft auf Spannung zu halten. Ja, wir müssen uns natürlich darüber unterhalten. Das soll uns nicht passieren, auch wenn man mal ein bisschen tiefer und dann passiver wird, dann muss man in diesem Block, und wir waren ja fast vielleicht manchmal vorne auf weiter Flur, aber mit 9 Spielern dann hinterm Ball und in engen Räumen, da muss man dann schon auch stärker und aggressiver dann gegen den Ball verteidigen. Und wenn wir das machen, dann hat man natürlich dann auch entscheidende Ballgewinne und die werden dann souverän ausgespielt. Und dann muss man einen Konter setzen und mit 2:0 dann alles klar machen. Und das ist uns nicht annähernd geglückt. Ganz im Gegenteil, wir haben da Top-Chancen für Admira ermöglicht und das gehört einfach abgestellt. Weitere Fragen oder alles beantwortet? Thomas Schrenk, APA. Ja. Ich hätte eine Frage, jetzt doch ein dichtes Programm jetzt, wie wird denn das eigentlich jetzt zukünftig ausschauen? Ich meine, es ist ja doch sehr, sehr viel Regeneration wichtig und also an dem arbeiten muss nicht immer, wenn man schon die nächsten Wochen vorausblickt oder wie darf man sich das jetzt vorstellen? Ja, wir haben uns natürlich intensivste Gedanken gemacht zu dieser intensiven Phase, zu diesen 5 Wochen mit 10 Spielen. Was
Trainingssteuerung, was Dosierung betrifft, was Rotation betrifft. Wir haben da schon Vorstellungen im Kopf, aber man muss natürlich dann auch situativ sich auf die Situation einstellen, einmal schauen, jetzt wie es morgen ausschaut, wie es den Jungs geht. Und dann ist auch wichtig in diesen Phasen, dass man die Spieler, die nicht gespielt haben, dass man die ein richtig qualitatives Training anbietet und mit den anderen Spielern einfach auf einem sehr, sehr guten Level regeneriert. Das ist auch wichtig, kommt dann alles, Ernährung, Schlaf, also da wollen wir dann auch nichts vernachlässigen, um unsere Spieler dann auch topfit, verletzungsfrei und erfolgreich durch dieses enge und dichte Programm zu bringen. Aber wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Phase für uns alle. Gut, alles beantwortet. Dann Dankeschön, schönen Abend und bis der Teil wahrscheinlich am Samstag in St. Pölten, nächste Woche am Dienstag wieder. Keine Pressekonferenz am Montag.